Tor Nummer 1, Florian Kainz. Sein Treffer für Sturm Graz zum 0:1 gegen Wiener Neustadt. Tor Nummer 2, Thomas Bichlmann. Er bringt Wiener Neustadt mit diesem Treffer gegen die Admira mit 1:0 in Führung. Tor Nummer 3, Thanos Bezos. Sein Treffer für Rapid gegen den WRC zum 2:0. Tor Nummer 4, Alan. Er erzielt für Red Bull Salzburg das 1:0 gegen Wiener Neustadt. Jetzt haben Sie die Wahl. Tor 1, Florian Kainz, Tor 2, Thomas Bichlmann, Tor 3, Thanos Bezos, Tor 4, Alan. Nena Bielitzer, das Offensivpressing zu Beginn war etwas inkonsequent, aber nach dem 0:1 hat Ihre Mannschaft Großartiges geleistet. Warum bleiben am Ende dennoch 0 Zähler heute? Ja, weil uns etwas Qualität vorne gefehlt hat, beim Abschluss oder ein oder andere Situation besser abzuschließen. Wir haben einiges geleistet, wir haben Kampf gebracht und wir werden nicht alles negativ sehen. Natürlich, Ergebnis ist negativ. Salzburg, Abstand zu Salzburg ist 10 Punkte und ist wird schwer für uns, aber wir werden aufstehen, wir können auf diesen Kampf aufbauen und hoffe, dass wir auch, wenn wir nächste Spiele diesen Kampf bringen, auch Spiele gewinnen werden. War heute eine Schlüsselszene, dass Sie Markus Suttner austauschen mussten, Leo Watz zurückziehen und dann die Alternativen im Mittelfeld gefehlt haben, auch von der Bank her? Ja, uns fehlen die Alternativen in letzter Zeit durch viele Ausfälle in die Offensive. Grünwald, Stankovic, Gorgon, heute Murg auch hat gefehlt. Also das sind viele Spieler für Austria. Unsere Kader ist nicht so groß. Wir können das nicht kompensieren. Und natürlich, dadurch fehlt uns ein bisschen Qualität von. Dennoch muss man heute sagen, die Konstanz wurde an den Tag gelegt. Es war nur ein Moment, der dieses Spiel entschieden hat. Eine Konzentrationsschwäche, wie verärgert waren Sie darüber? Ja, das passiert im Fußball. Wir verteidigen in Zona und dann kann sowas passieren, dass ein Ball genau auf den Kopf von Gegner kommt und das ist schwer zu verteidigen. Das muss man akzeptieren und nächstes Mal besser machen. Wie wichtig ist die Länderspielpause jetzt, um den einen oder anderen wieder zurückzubekommen? Ich hoffe, dass ein oder andere zurückkommt. Der erste wird sicherlich Stankovic sein. Murg könnte auch zurückkommen. Jun. Es sind viele, die draußen sind. Also wir hoffen, dass die Spieler nach Länderspielpause dann dabei sind und dass wir etwas mehr Alternativen in die Offensive haben. Wie gut tut es dennoch, dass man weiß, man ist mit dem momentan überlegenen Team auf Augenhöhe, wie man heute auch gesehen hat, trotz der vielen Ausfälle? Ja, das gibt uns Freude natürlich. Wir sind erfreut deswegen, aber natürlich, wenn du nach dem Spiel mit 0 Punkten stehst und wenn man die Tabelle sieht, dann könnte man etwas pessimistisch sein, aber wir sind optimistisch. Wir glauben, dass wir mit dieser Arbeit auch Spiele gewinnen werden und wenn dieser Einsatz und Kampf passt, dann werden wir auch das tun. Dankeschön. Mindestens je 3-mal traf Grödig in seinen letzten 4 Heimspielen. Diesmal scheitern der Held der Saison und seine Mitspieler aber zu oft am Helden des Abends. In einer turbulenten Schlussphase. Eng war es absolut, aber ich bin ein Typ dafür, ich habe da Bock drauf, ich freue mich da riesig. Es ist komischerweise häufig bei mir so, dass selbst wenn ich zu Null spiele, dass ich noch wenig zu tun bekomme. Heute habe ich mal was zu tun bekommen, konnte zeigen, was ich kann und es war sehr cool. Nicht es, sondern er war cool in den letzten 10 Minuten, in denen auch der eingewechselte Sigurdsson und Kapitän Taboga an Benedikt Bliquet scheitern, dem bei seinem zweiten Einsatz von Beginn an neben Können auch das nötige Glück zur Seite steht. Zum Schluss müssen wir einfach das Ausgleichstor erzielen, das wäre aber auch verdient gewesen. Erste Halbzeit waren wir total schlecht, zweite Halbzeit waren wir eine andere Mannschaft und dann ja, hat halt der Tormann von ihnen super gehalten. Wer gekommen ist, um auf die nächsten Tore des Grödiger Shootingstars anzustoßen, ist daher an diesem Abend umsonst in die Untersberg Arena gekommen. Erstens, weil Zulechner trotz viel Bewegung kaum Bälle bekommt. Und zweitens, weil sich vor allem Nikola Vujadinovic mit 80% gewonnener Zweikämpfe der kampfkräftigste Verteidiger der Liga liebevoll um ihn kümmert. Sie sind hinten ziemlich dicht gestanden. Ich habe nicht wirklich in die Tiefe gehen können. Bei den hohen Bällen bin ich natürlich unterlegen. Das sieht man am Körperlichen. Ja,
Und dann ist es natürlich schwer, dass wir vorne irgendwie zu Chancen kommen, wenn ich zum größten Teil abknagelt werde. Wir haben besonders in der ersten Halbzeit haben gut gespielt, sehr gut gespielt. Defensiv hat Gegner keine Chance. Wir haben gewusst, das ist Grodik extrem stark nach vorne. Leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht ausgenutzt. Die erste besagter Möglichkeiten finden die Grazer schon in der ersten Minute vor. Offenbacher schnappt, nutzt den Ball weg und bedient Florian Kainz. Der in der 24. Minute, diesmal nach Vorarbeit von Wolf, das Tor wieder nicht trifft. Grödig kommt mit Ausnahme folgendes Versuchs von Tomi, der am falschen Ort landet. In Hälfte 1 zu keiner Torchance. Was vor allem an der hervorragenden Abwehrarbeit der Grazer liegt. Die Viererkette steht eng und tief. Gewinnt wie gleich Madl gegen Zulechner die Mehrzahl an Zweikämpfen und gibt den Grödigern durch schnelles Umschalten kaum Möglichkeiten, ihr Pressing zu praktizieren. Sturm spielt die Angriffe in Summe zwar nicht gut zu Ende, kommt aber dennoch zu Chancen. Bei der größten kurz vor der Pause scheitert Wolf an Taboga. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe in der ersten Halbzeit nicht wirklich eine große Stärke jetzt von Sturm Graz gesehen. Ich habe nur zwei, drei Situationen gesehen, wo sie Möglichkeiten herausgespielt haben, dass sie gut gemacht haben, aufgrund unserer Fehler. Aber Sturm hat über 90 Minuten für mich nicht einmal das Spiel in der Hand gehabt, nie das Spiel dominiert. Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit das Spiel dominiert haben. Auf die erste Torschance muss Hütter aber bis zur 69. Minute warten. Philipp Zulechners Schuss wird von Vujadinovic gut abgeblockt. Ehe seine Defensivkollegen den Gästen fünf Minuten später das erste Saisontor von Joker David Schloffer ermöglichen. Die Revanche für die 0:2-Heimniederlage ist Sturm damit gelungen. Klar, wollten wir zeigen, dass wir besser sind. Und ich glaube, dass wir jetzt wieder in der Spur sind. Aber wir müssen halt Woche für Woche hart weiterarbeiten. Bravo David! Bravo David! Bravo Schloffi! Das Tor noch einmal. Verteidiger Klemm macht sich auf den Weg zum Hinterlaufen und sorgt damit für Unordnung in der Grödiger Abwehr. Potzmann, der hier attackiert, sollte eigentlich den Rückraum sichern und Boller zum Ballführenden. Weil das nicht passiert, kommt Klemm, wenn auch etwas glücklich, zum Flanken. Ehe drei Grödiger gegen drei Grazer überfordert sind. Und offenbaren, wie sehr Abwehrchef Cabrera fehlt. Erst nach dem Gegentor zeigt der Aufsteiger seine Offensivkraft, wie auch Philipp Zulechner mit diesem fast unbemerkten Schubser seine Schlitzohrigkeit. Eigentlich war er geplant als dritter Stürmer, als Konterstürmer, hat sich aber dann ganz klar herauskristallisiert, dass er dann Einserstürmer wird. Über magere 27 Ballkontakte und die zweite Niederlage in Folge kann aber auch der Ruf des Teamchefs nicht hinwegtrösten. Ich meine, ich habe mich natürlich die ganze Woche gefreut, dass ich auf Abruf dabei bin, dass meine Leistungen honoriert werden. Aber im Endeffekt jetzt, das war vor dem Spiel ausblendet und jetzt ist es genauso ausblendet, weil ich mich ärgere. Morgen kann ich noch darüber nachdenken, über die vergebene Chance. Und ab Montag muss dann eh wieder bergauf gehen. Damit das erst zweite Spiel, in dem die Grödiger keinen Treffer erzielen konnten, möglichst lang das letzte bleibt. Stürmer, die ins falsche Tor treffen. Einer, der wieder einmal rot zieht. Er wurde nicht umsonst der rote Haare genannt, in Insiderkreisen, habe ich gehört. Und Stürmer, die die falsche Stange treffen. Roland Kirchlers Einsersitz der Trainerbankangestellten bleibt kein Jubelstuhl. Walter Knaller bleibt als Punktesammler der Große, Oliver Lederer nur optisch der kleine Kohl in seinem Rücken. Kirchlers Elf hat seit 16 Bundesliga-Partien nie zu Null spielen können, deshalb setzt er jetzt auf Tomasz Abraham. Der 34-jährige Tscheche, Anfang der Saison als Sechser aussortiert, soll jetzt als Innenverteidiger Ruhe in die Abwehr bringen. Das verhindert Lukas Hinterseher in Minute 10. Der 18-Jährige schwingt seinen Fuß unglücklich in den Freistoß von Schwab. Ja, ist bitter. Also der Ball kommt scharf rein, ich wollte noch einen Fuß rein tun und ich schneide irgendwie unten rein, erwischen. Ich glaube, vielleicht hat der Schaffi sonst gehabt, ich fälschen ab und er hat keine Chance und geht halt ins eigene Tor, passiert. Aber ja, ich habe probiert zum Ausschalten und es ist ziemlich gut gelungen. In vertauschten Rollen hilft beim 1:1-Ausgleich dann Admira-Tormann Leitner mit. Er lässt sich in der 17. Minute von Roman Wallners Aufsitzer-Freistoß überrumpeln.
Es war sehr eigen und ist ihm, glaube ich, unter dem Bauch durch. Den kann man schon haben, aber ich bin ihm nicht undankbar. Im Jubelhoppala nach seinem Bundesligator Nummer 102 voran gehen mehrere Fehler der Tiroler Abwehr. Die Mauer steht um 2 Meter zu weit weg. Dahinter stehen gleich 7 Innsbrucker viel zu tief im Strafraum, verstellen teilweise um den Elferpunkt dem Tormann die Sicht. Der Ball berührt 3-mal den rutschigen Rasen, sollte aber aus über 34 Meter Entfernung zu halten sein. Die Hoffnung der Tiroler auf den ersten Sieg nach 8 Runden lebt, bis Domoro das nächste kuriose Tor in Minute 31 bejubeln darf. Von Bergmann springt der Ball zu Siller, der schießt seinem Gegenspieler mit voller Wucht aufs Schienbein. Das Duo Knaller-Lederer, das wie einst Toni Polster auf eben nur einen Stürmer setzt, sieht seine Teamarbeit durch die 2:1-Führung zur Pause bestätigt. In der ersten Aktion nach Seitenwechsel bessert Lukas Hinterseher mit dem Schuss ins richtige Tor aus. Der neuerliche Ausgleich in der 46. Minute nach Vorlage von Assistgeber Nummer 1 Bergmann und Hansi-Neffe Lukas zeigt, dass er sich nach seiner Nominierung auf Abruf sehnlichst auf einen Anruf von Teamchef Koller freuen würde. Schiedsrichter Harald Lechner, der schon 7 Liga-Ausschlüsse auf seinem Saisonkartenkonto hat, muss sich nach genau einer Stunde einiges anhören. Siller sieht nach diesem Foul am eingewechselten Rivera rot nach Torraub. Okay, Torraub im Fünfer, wenn bei uns nur 3 Mann im Umkreis von 5 Meter stehen. Ich weiß nicht, ob da Torraub zum Erkennen ist. Zu erkennen ist auf jeden Fall die 100%ige Elferquote von Stefan Schwab. Er verwandelt für die Admira den 4. Strafstoß in dieser Saison mit Anlaufstopper zur neuerlichen Führung der Gäste. In der Schlussphase ist dieser Ausrutscher von Rivera symptomatisch. Mit einem Mann mehr kommen die Niederösterreicher nie richtig ins Konterspiel. Domoros Schuss pariert Schaffer. Die Entscheidung war schlussendlich, dass wir zu wenig Ballbesitz gehabt haben dann im Konter. Wir hätten es eigentlich heimspielen müssen. Es ist für die ganze Mannschaft bitter. Das tut jeden weh, wenn es in der 90. Also wenn es schon so knapp am Dreier dran bist. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Dreier schon in der Kabine waren, aber das darf uns nicht passieren. Passiert aber in Minute 91. Der letzte Ausgleichstreffer ist auch der letzte des Abends am Tivoli. Lukas Hinterseher steigt nach einer Ecke von Bergmann zu Saisontor Nummer 7 hoch. Schösswender verschätzt sich, Russek ist Zuschauer. Das 3:3 ist für jedes der Kellerkinder zu wenig. Innsbruck bleibt nach dem 7. Unentschieden toranfälliger Remiskönig der Liga. Heute war ich halt einmal dran mit den Fehlern. Ich habe zum Glück ausbessern können und irgendwann mal wird uns wohl der Knopf aufgehen, dass wir mal hinten die Null halten und weil Tore schießen wir immer. Wir waren ein Mann mehr, da waren wir einfach, haben wir nicht die nötige Ruhe gezeigt. Im Endeffekt hat dann Tirol durch einen Corner das Tor gemacht, da hätten wir auch vielleicht besser verteidigen müssen und somit ist es für uns eigentlich wie eine Niederlage jetzt. Heute war es halt ein gefühlter moralischer Punkt, fast ein Sieg. Auf der Tabelle bringt es gleich viel oder gleich wenig. Wir haben halt die Admira auf Abstand gehalten, das ist das einzige Positive. Walter Knaller ist mit einem Sieg im 3. Spiel noch kein echter Punkteknaller im Kampf gegen die Rote Laterne. Und Roland Kirchler sollte rein rechnerisch wohl bald wie dieser Fan wieder einen Tribünenplatz buchen. Denn sein Siegeskonto auf dem Bankerlplatz unten ist in dieser Saison nach wie vor leer.